Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Putzvideo. Wir fangen heute wieder in der Küche an und wie ihr unschwer erkennen könnt, bei mir hat wieder die Bombe eingeschlagen. Alle, die neu auf meinem Kanal sind, kennen es von mir gar nicht anders. Meine Küche sieht eigentlich so gut wie immer so aus. Alle, die schon länger meinem Kanal folgen, wissen die Videos bis vor 2 Jahren, falls die noch online sind, ich weiß nicht, ob ich die gelöscht habe oder nicht. Auf jeden Fall bis vor 2 Jahren, 2,5, fast 3 Jahren. Da war es bei mir tippitoppi, es stand nichts rum, denn ich habe jedem hinterher geputzt. Wenn jemand in der Küche sich was zu trinken geholt hat, bin ich hinterher und habe die Flecken weggewischt. Ne? Das gibt es bei mir schon seit 2 Jahren nicht mehr. Auslöser dafür war eine lebensgefährliche Unterleibentzündung, die ich hatte, die sich dann ein halbes Jahr gezogen hat und ich immer wieder zusammengebrochen bin. Und meine Schwiegermama dann sehr, sehr viel in meinem Haushalt für mich übernommen hat, weil ich einfach nichts machen konnte und auch nicht durfte. Also sie hat es mir verboten, mal davon abgesehen. genau, und ich einfach gecheckt habe, meine psychische, meine körperliche, also physische und psychische Gesundheit ist einfach wichtiger als der Haushalt. Und terminlich bedingt bin ich sowieso sehr viel eingespannt durch die Kinder. Das bedeutet, by the way, mein Haushalt sieht aus, wie er aussieht. Und ich mache ihn dann, wenn ich gerade Zeit dafür habe. Genau, wir machen wie gesagt die Küche und ich habe die Kinder bei mir. Milena hatte schon Schule aus, Diana hatte sogar eine Stunde früher Schule aus als Milena. Also Milena hat immer um 11:55 Schule aus, Zeigerschlag. Genau, und die wird mit einem, in Anführungszeichen, Privatbus nach Hause gefahren. Und ich räume erstmal die Spülmaschine aus, damit ich einfach wieder Platz habe, um sie neu einzuräumen. Manche Dinge sind nicht ganz sauber geworden, wie zum Beispiel die Schüssel, die Metallschüssel rechts, was ihr jetzt seht, die ich rausgestellt habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch was rausgestellt hatte oder nicht. Auf jeden Fall läuft bei mir im Handy noch währenddessen ein Video. Mache ich ganz gerne, also während dem Putzen irgendwelche Videos anschauen oder Musik hören. Macht das Ganze einfach leichter. Und dann räume ich sie auch wieder ein. Ich kann schon mal spoilern. Es hat nicht alles reingepasst und es steht jetzt am Abend, wo ich das Video vertone, immer noch an meinem Waschbecken gestapelt, denn ich habe keine weitere Spülmaschine an diesem Tag mehr gemacht. Beziehungsweise heute nicht mehr, keine weitere Spülmaschine mehr gemacht. Auch das habe ich schon ein paar Mal betont in meinen Videos. Das ist mir völlig egal, wenn sich das Geschirr am Waschbecken stapelt. Es soll sich stapeln, bis ich die nächste Spülmaschinenladung mache. Und dann passt so viel rein, wie reinpasst und der Rest kommt in der nächsten Spülmaschinenladung rein. Denn, wie gesagt, der Haushalt ist nicht das 9+Ultra und ja, der Haushalt ist auch nicht der Grund, wie ich bewertet werde, ob ich jetzt eine schlechte Frau bin oder eine gute Frau, eine gute Mama, eine schlechte Mama, ein guter Mensch, ein schlechter Mensch. Da ist der Haushalt kein Beurteilungskriterium. Hinten links am Kühlschrank seht ihr den grünen Lappen auf dem Boden. Ich habe ja diese Angewohnheit, meine Lappen, die ich benutzt habe, während ich am Putzen bin, auf den Boden zu schmeißen und daran liegen zu lassen, bis ich fertig bin, weil ich in zum Beispiel in einer Mal Küche putzen, 2 bis 4, eventuell 5 Lappen nutze, je nachdem, was ich putze. Und ein paar kleine Menschlein, deren Vorbild ich bin, machen mir das nach. Nur blöderweise lassen die Lappen dann liegen und räumen sie nicht weg. Ich rede nebenbei mit den Kindern, beziehungsweise mit der Milena, denn bei uns hat es wahnsinnig angefangen zu stürmen und ich wollte dann los meine Hühner einsperren und Jana hat dann angeboten, dass sie schnell läuft, die Hühner einsperren, weil die stehen ja nicht bei uns im Garten, sondern auf einem anderen Grundstück. Da habe ich euch auch mal ein paar Videos schon mal mitgenommen. Ich glaube, 2 waren es bisher. Und um meine Hühner habe ich mir keine Sorgen gemacht. Meine Hühner halten das aus und können sich auch unter den Hänger oder in den Hänger rein, also in den Stall oder unter den Stall, wie sie lustig sind. Aber meine Tür, wir hatten nämlich schon mal einen Wind, einen etwas leichteren Wind, als es heute gewesen ist. Der hat mir beide Türen einmal ausgehebelt. Und deswegen mache ich mir einfach Sorgen um meine Tür und Jana hat dann angeboten, die Hühner einzusperren, dass die Tür zu ist und somit nicht ausgehebelt werden kann. Und ich habe mir einfach Sorgen gemacht, weil sie nach einer halben Stunde noch nicht da war. Aber sie kam dann auch. Jetzt war Gott sei Dank mein Putzmittel, mein chemisch gekauftes Putzmittel leer. Deswegen habe ich dann, ich habe es schon angekündigt gehabt, sobald dies der Fall ist, gehe ich auf Essigessenz über und auf
natürliche Reinigungsmittel. Das heißt, ich habe Wasser in die Flasche reingemacht und dann Essigessenz reingeschüttet. Ich müsste jetzt schätzen, ich habe nicht genau abgemessen, geschätzt waren das 3:1 Wasser-Essig. Und dann habe ich noch ein Duftöl reingeschüttet, das war jetzt Vanilleduft. Einfach damit es nicht so ganz nach Essig stinkt, sondern auch ein bisschen gut riecht. Ich meine, gut, der Essigduft, der verfliegt ganz schnell. Und dann hatte ich so die Hoffnung, kommt der Vanilleduft. Und es war auch tatsächlich so, also ich habe jetzt da den Wasserkocher eingesprüht und es hat schon richtig, richtig gut gerochen nach Vanille. Klar, Essig kam trotzdem noch mit durch, aber die Hauptnote war Vanille und das hat einfach richtig gut gerochen. Genau, ich putze dann meine ganzen Flächen noch ab und ihr seht hier schon rechts, da stapelt sich wieder was, denn das hat einfach nicht mehr in die Spülmaschine gepasst und das darf bis zum nächsten Tag da stehen bleiben, denn da habe ich dann wieder genug Geschirr für eine komplette Spülmaschinenladung. Denn wie gesagt, ich habe heute keine Spülmaschine mehr eingeräumt, einfach ja, weil ich fertig war, weil ich kaputt war. Der Tag war super anstrengend und das Wetter hat mich einfach so fertig gemacht. Also ich bin ja so wetterfühlig. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es euch auch so geht. Das war der Hund, falls ihr ihn gehört habt. Bei uns das Wetter war echt kreislich. Erst schien die Sonne, dann hat es geregnet, dann kam ein krasser Sturm. Also für mich war das ein krasser Sturm. Meine Wetter-App hat auch gesagt, Sturmböen bis zu 70 km/h. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Auf jeden Fall war er für mich schon recht stark. Wie gesagt, ich hatte ja auch Angst dann um die Tür an meinem Hühnerstall. Und in meinem Garten steht ein Baum, der hat dann dadurch 2 Äste verloren. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob die 70 km/h, was in meiner App standen, stimmen oder nicht. Für mich war es ein Sturm. Und dann plötzlich schien die Sonne wieder und dann hat es wieder gestürmt. Dann schien wieder, also es war echt ein verrücktes Wetter. Wir haben momentan irgendwie volles Aprilwetter. Wir hatten gestern 20 Grad, heute dieses Sturm und Regen und morgen soll es bei uns schneien. Ja, und dann ein paar Tage drauf soll es bei uns wieder 18, 19 Grad warm werden. Echt verrückt. Und ja, mich macht es einfach fertig, weil ich weiß nicht warum, ich fühle mich so ausgelaugt, ich fühle mich so ausgepowert, als würde irgendwie eine Energie an mir dran sitzen, die mich aussaugt. Ganz komisch. Ja, auf jeden Fall, wir sind vom Thema abgekommen. Ich wische noch meine ganzen Flächen ab und meine Getränkeinsel. Die räume ich erst einmal auf. Da hat sich wieder einiges angesammelt. Einmal ein Stickerbogen, den ich nicht benutzt habe und die Kinder nicht wollten. Also die Stickerbogen, die ich aussortiere aus meinem Sammeltorium, dürfen die Kinder haben, wenn sie es wollen, aber den wollten sie nicht. Dann ist da immer noch mein Blubberalohol. Ich hab den jetzt echt mal in den Kühlschrank gestellt oder in den Kühlschrank gelegt. Mal gucken, ob wir ihn dann trinken. Ich sag mal so, wenn der in 2-3 Monaten immer noch im Kühlschrank liegt und nicht getrunken worden ist, dann schütte ich ihn weg. Ich meine, es ist Alkohol. Alkohol geht nicht kaputt, es verdirbt nicht. Deswegen darf der da auch jetzt nochmal sein Glück versuchen oder auf sein Glück hoffen, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob wir uns gnädig erweisen und ihn trinken oder ob er dann dem Abfluss Hallo sagt. Er kriegt auf jeden Fall noch 2-3 Monate Zeit dafür. Er nimmt mir im Kühlschrank keinen Platz weg. Ich habe im Kühlschrank extra ein Getränkefach. Und da stört es mich nicht, wenn dann die Flaschen da drin liegen. Genau, ich habe dann die Kaffeemaschine abgewischt. Auch wenn wir die nicht benutzen, mache ich das irgendwie trotzdem. Das gehört einfach zu meiner Routine dazu. Vor allem ist die Staub und Schwarz und Hochglanz und zieht wahnsinnig viel Staub an. Also das ist echt, was diese Maschine an Staub an. Ich habe da gerade drüber gewischt und habe immer noch oder schon wieder Flusen dran, wo ich mir so denke, oh Mann, ich habe doch gerade drüber gewischt und jetzt ist da schon wieder eine Staubschicht. Naja, dann habe ich die Sirupflaschen hinter den SodaStream gestellt und den SodaStream einmal abgewischt, also vom Staub befreit. Ja, und dann ist die Ecke auch wieder in Ordnung. Sie ist nicht perfekt, aber ich finde, sie ist okay. Und für meinen Geschmack darf sie so bleiben.
Dann gehe ich ans Waschbecken und putze mein Waschbecken. Und ja, ich kann meinen Wasserhahn hin und her bewegen und auch aus der Verankerung rausholen. Das ist absichtlich so. Es ist bestimmt schon dem einen oder anderen in den manchen Videos aufgefallen, dass der Wasserhahn mal schief drauf sitzt oder das Loch da offen ist. Das ist absichtlich. Dieser Wasserhahn, der ist, oh Gott, doch aus der Uraltküche von meinem Mann. Und ich finde ihn eigentlich ganz cool. Allerdings für dieses, in dieser Kombination mit diesem Waschbecken, ist er für meine Töpfe einfach zu klein. Das heißt, ich schaffe es so, wenn er festgeschraubt ist, nicht einen Topf unten reinzustellen. Deshalb ist die Schraube absichtlich lockerer, so dass ich den hin und her bewegen kann. Dann kann ich einen Topf unten reinstellen, also den einmal hochheben, Topf reinstellen, Wasser reinlaufen lassen, den Wasserhahn wieder hochheben, Topf rausholen. Passt. Ja, man könnte jetzt auch sagen, Mensch Mädel, kauf dir doch einfach einen neuen Wasserhahn. Könnte ich, möchte ich aber nicht. Er tut's ja, also er tut ja das, was er soll, er funktioniert. Und wir haben ihn so in Anführungszeichen präpariert, dass er nutzbar ist. Also warum sollte ich dann 50, 60, 70, 100, mehrere 100 Euro, je nachdem, was für einen Wasserhahn dann man haben möchte, ausgeben, wenn er seinen Dienst tut. Und die in der günstigeren Preisklasse, die Wasserhähne, sind auch so klein wie der. Das heißt, es würde mir nichts bringen. Und ich bin ehrlich gesagt einfach viel zu geizig, einen Wasserhahn für 200 Euro zu kaufen. Punkt. Ich lege noch schnell Wäsche zusammen, das war eine Maschine Kochwäsche. Ich habe auch nochmal neue Maschinenwäsche in der Waschmaschine. Und dann geht's ins Wohnzimmer. Ich habe hier von dem Regal schon ein bisschen Spielzeug abgeräumt und den Kindern was in die Hand gedrückt, was die in ihre Zimmer räumen mussten. Das habe ich leider rausschneiden müssen, denn mir ist aufgefallen, diese Bilder, weil das sind Klassenfotos und Gruppenfotos aus der Schule und aus dem Kindergarten von den Kindern. Und mir ist aufgefallen, dass man leider einige Gesichter erkennt, die man nicht erkennen soll. Deswegen musste ich da einen Teil rausschneiden und habe dann die Bilder einfach mal umgedreht. Genau. Ja, und ich wische jetzt auch hier einmal drüber. Ich habe hier ein bisschen Deko auf dem Schrank stehen. Ganz links in der Ecke habe ich zwei so schwarze, ach Gott, wie heißen die? Ich weiß nicht, wie die heißen. Das sind so Ablagefächer. In dem unteren Fach sammle ich einfach Dinge, die erledigt werden müssen. Also Unterlagen, Anträge, was auch immer, was erledigt werden muss. Oben drüber habe ich dann auch wieder irgendwelchen Kruscht. Also wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich immer wieder mal so ein paar Kruscht-Ecken habe. Und die haben sich als sehr sinnvoll erwiesen tatsächlich. Denn es gibt dann einfach Orte, wo sich Kruscht sammelt. Und dann kann man es bei Gelegenheit mal aussortieren. Ja, dann geht's hier an mein Sideboard. Und auch hier hat sich wieder einiges angesammelt. Beziehungsweise ist es eigentlich bei mir täglich so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Dieses silberne Dings da, das ist eine Schüssel, die habe ich selber gemacht aus Zeitungspapier, als ich in der psychiatrischen Tagesklinik war. Und auch da sammle ich in Anführungszeichen Kruscht. Also das ist kein wirklicher Kruscht, das sind eher so selbstgebastelte Dinge von den Kindern, was die bei den Pfadfindern gebastelt haben. Also da waren Weihnachtsfiguren noch dabei, also ne, Weihnachten, ja. Schmuck, was sie bei den Pfadfindern gebastelt haben. Dann habe ich vom Kleinen da noch Dittis drin liegen. Ja, genau, das ist dann auch nochmal so eine Kruschtecke. Ich habe dann noch den Kindern einiges in die Hand gedrückt, was sie wegräumen sollten. Und ich habe dann einen Platz gesucht für die Lückkästen. Ja, ich habe Gott sei Dank noch einen Platz gefunden für die Lückkästen. Muss aber unbedingt, ganz, ganz unbedingt meine Schränke aussortieren und ausmisten. Genau, meine Vorhänge sind wieder dauerzu. Mal gucken, dass ich da solche halb hohen Fensterdinger bekomme, was ich auch in der Küche eins dran habe, dass ich dann tagsüber die Vorhänge aufmachen kann. Abends, sobald hier drin Licht brennt und es draußen dunkel ist, sind die sowieso zu. Und ich habe aktuell auf den Fensterbänken schon Pflanzen stehen für meinen Gemüseanbau. Da habe ich schon meine Vorzuchtstation und das ist erstmal noch ein kleiner Teil. Also es sind alle vier Fenster im Wohnzimmer dicht, voll mit Pflanzen. Und es ist jetzt noch ein kleiner Teil. Wenn es dann soweit ist, dass ich auspflanzen kann ab den Eisheiligen. Jetzt sollte ich langsam mal reden, damit mein Gehirn ein bisschen hinterherkommt. dann sind komplett alle Fenster im Haus zu. Das war letztes Jahr auch schon so, dass wirklich alle Fenster, die ich besitze, und ich habe, ich glaube, 17, nee, Quatsch, 1, 2, 3, 4, das macht dann 8, 9, 10, 13, 14. Ich habe 14 Fenster und die sind dann alle voll mit Pflanzen.
die auf mein Feld rauskommen. Gut, jetzt sind wir wieder vom Thema abgeschweift. Ich bin jetzt in einer anderen Ecke vom Wohnzimmer und ich habe euch ja schon mal erwähnt gehabt, glaube ich, dass wir den Esstisch einmal kürzer geschnitten haben, aus diesem Grund. Der Esstisch steht jetzt hier im Wohnzimmer als Wohnzimmertisch. Schaut vielleicht ein bisschen befremdlich aus, aber wir finden es richtig bequem, richtig cool und wir essen dort auch. Und wir haben halt, dass der auf die Höhe von der Couch passt, ihn um 10 cm kürzer geschnitten. Und ja, passt eigentlich echt gut. Wir haben alle Platz an dem Tisch zum Abendessen und tagsüber können wir uns auch schön an den Tisch verteilen. Wir können dann malen, die Kinder machen da Hausaufgaben. Also da ist quasi alles, was bei uns in der Familie so wichtig ist. Also der Familientreffpunkt, sagen wir es so. Dieser Platz ist unser Familientreffpunkt und da passiert fast alles. Genau, ich putze dann den Tisch ab, ich putze die Bank ab, ich lege meinen Läufer wieder hin und dann kümmere ich mich um die Couchen. Ich hatte ursprünglich mal auf dem Tisch eine Deko stehen, aber es war mal. Genau, hinten in der Ecke bei den zwei Couchen steht auch nochmal ein kleiner Tisch und das ist auch nochmal so ein Sammelsurium für ultra dringend wichtige Unterlagen, wenn man so sehen will. Also das, was in dem schwarzen Ding drinnen ist, das ist, es muss erledigt werden, eilt aber nicht. Und das, was hinten am Tisch ist, das, es eilt sofort und am besten gestern noch, quasi so eine Art. Und ich sitze meistens an dieser Ecke. Das heißt, beim Abendessen sitze ich dort, ich sitze dort, wenn die Kinder Hausaufgaben machen, ich sitze dort, wenn wir spielen. Also ich bin immer in dieser Ecke und dann kann ich direkt darüber greifen und diese, zum Beispiel, wenn die Kinder Hausaufgaben machen, sitze ich ja eigentlich nur nebendran. Dann greife ich an den Tisch, gucke, was muss ich jetzt ganz dringend machen und erledigen. Füll das aus, schmeiß es in den Briefumschlag, bring's zur Post oder was auch immer. Aber auch dafür werde ich mir nochmal was überlegen, dass das ordentlicher ist. Ich werde mir da auch ein System überlegen, wie ich das dort hinten noch sortieren kann vernünftig. Dann geht's an meine Couchen. Ich habe die Couchen einmal mit diesem Essig-Duft-Wasser-Gemisch eingesprüht und einmal abgesaugt. Ich hatte nämlich einige Chips-Krümel und Keks-Krümel auf meiner Couch. Deswegen habe ich die einmal abgesaugt. Ich habe das gleiche auch mit der anderen Couch gemacht, nur habe ich das nicht mehr mitgefilmt. Und ja, dann waren die Couchen auch wieder in Ordnung. Ich muss mal gucken, dass ich wieder die ganzen Tierhaare entferne, denn das schafft mein Staubsauger leider nicht. Da werde ich euch aber dann auch mal noch zeigen, was ich dafür benutze. Und ja, dann geht's an den Schuhschrank. Und kleiner Spoiler, auch das sieht bei uns immer so aus. Denn die Kinder kommen nach Hause und was passiert? Sie ziehen die Schuhe aus und die landen einmal quer im Gang. Und wir haben halt einfach auch sehr viele Schuhe. Ich habe dann eigentlich noch irgendwie einen Platz gesucht, um noch Schuhe unterzukriegen. Der einzige Platz war noch für meine Schuhe. Ansonsten hatte ich da tatsächlich keinen Platz mehr, weil wir einfach viel zu viele Schuhe haben. Auch da muss ich jetzt dann mal aussortieren. Und ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz bald der Sommer kommt, weil dann kann ich die ganzen Winterschuhe entsorgen. Weil die nehmen einfach am meisten Platz weg. Unsere Stallschuhe, die sind dann irgendwann auch alle wieder hier vorne, obwohl die eigentlich einen eigenen Platz haben. Also sie stehen jetzt nicht mehr direkt am Ofen, die standen jetzt nur direkt im Wohnzimmer am Ofen, wie der Schnee so draußen war, damit die Schuhe trocknen können. Jetzt haben sie einen anderen Platz, weil jetzt ist ja kein Schnee mehr draußen, wo sie trocknen müssten. Und ja, nach 1 bis 2 Wochen allerspätestens sind die schon wieder hier vorne. Und ja, dann räume ich sie wieder weg. Dann habe ich noch Diana was in die Hand gedrückt, was von ihr war. Dieses Brett, was da noch liegt, das will sie mit dem Papa noch fertig machen. Das haben die bei den Pfadfindern angefangen. Die Eierkartons, die nehme ich dann am nächsten Tag mit zu meinen Hühnern. Und in den Eierkartons habe ich noch Bananen. Die sind schon so braun, dass die Kinder sie nicht mehr essen möchten. Ich weiß, ich könnte daraus jetzt einen Milchshake machen, Milchshake. Oh, mein Mädel dreht langsamer.
Ich weiß, er würde dann auch super lecker schmecken, aber ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Deswegen nehme ich auch die dann am nächsten Tag mit zu den Hühnern und wenn ich dann bei denen oben bin, schäle ich die einmal. Den Inhalt fressen die und die Schalen, die landen einfach auf dem Misthaufen. Die können dann da vor sich hin rotten, kommen dann als Dünger mit ins Feld. Dann sauge ich komplett durch und der Eingangsbereich ist einfach der Bereich, der ja immer am schlimmsten aussieht, einfach weil A, der Boden weiß ist, B, weil wir hier mit allen möglichen Schuhen reingehen, egal ob Schnee dran, ob Regen dran, ob Mist dran. Also ich meine, wir sind ja nicht nur im Hühnerstall, wir sind auch im Pferdestall, wir sind jetzt inzwischen auch im Hafenstall, wir sind im Garten, wir laufen im Matsch rum. Also da hängt halt einiges an den Schuhen dran und somit ist der Eingangsbereich einfach immer am schlimmsten. Nichtsdestotrotz muss er natürlich auch sauber gemacht werden und ich habe in der Tür immer auch eine Rille in der Tür, wo sich Dreck ansammelt. Deswegen, das kriege ich nur raus, wenn ich einmal die Tür aufmache und dann da einmal raussauge. Ist aber nicht wirklich störend, deswegen kein Problem. Ich sauge dann das komplette Untergeschoss einmal durch und dann wische ich durch. Ja, es war einfach nötig zu wischen und vor allem im Gang mit den Schuhen. Ich bin mal gespannt, also es soll ja jetzt morgen bei uns wieder schneien. Also ich hätte mir eigentlich das Wischen sparen können, weil wenn es morgen wirklich schneit oder zumindest regnet, dann sieht mein Gang eh wieder aus, als hätte ich seit Wochen nichts gemacht, weil einfach schwarzer Matsch auf weißem Boden ein bisschen kontraproduktiv. Genau, den Küchenboden bereue ich, um ehrlich zu sein. Also das ist ja ein anthrazitfarbener. Du, Amy, alles gut, ich streichle dich schon. Das ist ein anthrazitfarbener Boden und den bereue ich, denn man sieht einfach alles. Man sieht alles. Ich finde dann wirklich den weißen Boden im Gang oder den grauen Boden in den anderen Räumen viel, viel angenehmer. Aber der schwarze Boden im Bad, der ist auch richtig gut. Aber der anthrazitfarbene Boden in der Küche, der ist Horror. Da kann man auch im 10-Minuten-Tag, wenn man so wollte, durchwischen. Genau, der Boden im Gang, der muss auch bei Zeiten mal ausgetauscht werden, denn der ist kaputt. Und ich habe jetzt heute festgestellt, dass ich da Schlaglöcher drin habe. Also ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wie, aber ich habe da lauter Löcher am Boden. Ich vermute mal, es hat was mit den Kindern zu tun, kann es aber nicht beweisen und ja, werde dann mal gucken, dass ich irgendwann mal den Boden austausche. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!